Herzlich willkommen am ersten Sonntag nach Epiphanias. Die Kernweihnachtszeit, die Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, liegt gerade hinter uns. Und doch, ein bisschen weihnachtlich darf es noch sein in der Epiphaniaszeit. Es erinnert uns daran, dass Jesus Christus auf die Welt kam, klein und unscheinbar, menschlich und verletzlich. Und dass er wirklich gelebt hat in dieser Welt, uns ähnlich geworden ist, so wie wir ihm ähnlich werden sollen als Christen. Lassen wir uns in den Dienst stellen durch ihn, so wie er sich in den Dienst Gottes gestellt hat durch seine Taufe. Gott segne uns diese heilige Zeit. Amen. Siehe, nun kommt der Herr Beherrscher
Und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewiglich und seine Wahrheit für und für. Siehe, nun kommt der Herr der Herrscher und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir gedenken heute der Taufe Jesu im Jordan, bei der du ihn als deinen geliebten Sohn bezeugt hast, und danken dir für die eigene Taufe, in der du uns den Weg in dein Reich eröffnest. Segne uns vom Himmel herab, erhalte uns in deinem Frieden und gib uns in Glauben und Hoffnung die Gewissheit, als deine Kinder geliebt zu sein. Hilf uns, dir unser Leben zu widmen, denn deinen Namen tragen wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Hört von der Taufe Jesu, wie sie beschrieben wird im Matthäusevangelium im 3. Kapitel. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Und in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Dank sei dir dafür. In der Taufe bekennen wir, worauf wir als christliche Gemeinde vertrauen und was wir erhoffen. Wir sagen Ja zu Gott, der alles geschaffen hat, sich in Christus für immer mit uns verbunden hat und durch seinen Geist uns leiten will. Wir sagen zugleich Nein zu allen Mächten des Bösen. Lasst uns gemeinsam mit der ganzen Christenheit bekennen: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gemeinde, mit Leib und Seele sich einer Sache verschreiben, sagt man, wenn man voll und ganz überzeugt ist und dafür lebt. Mit Leib und Seele wohlgemerkt. Ganzheitlicher kann man es nicht ausdrücken. Da geht es nicht nur um das Wollen, die Geisteskraft, das, was unsere Gedanken ausmachen und vollbringen. Es geht darum, dass wir das auch in die Wege leiten. Es muss gelebt werden. Es muss umgesetzt werden. Das ist die körperliche Dimension, wenn man so will, das äußere Zeichen, das Leben an sich. Das Innere und das Äußere. Leib und Seele im Einklang. Was für ein Bild. Es gefällt mir. Es strömt Ruhe und Harmonie und Zuversicht aus. Dass man mit sich und der Welt im Reinen ist, das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Für eine Sache brennen, sich mit Leib und Seele einer Sache verschreiben, das tut Jesus, und zwar nicht nur innerlich. Er widersteht den Anfechtungen, den Herausforderungen, den Ablenkungen. Wir kennen die Versuchungsgeschichte, in der er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er steht dazu, zu seiner Berufung, zu seiner Erwählung, zu seinem Weg. Er lässt sich nicht so einfach um den Finger wickeln, von was auch immer für verführerischen Gedanken. Er bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Nicht nur das. Er macht seinen Entschluss, Gott zu dienen, öffentlich, indem er sich taufen lässt. Er setzt ein Zeichen. Ein äußeres Zeichen, ein Bekenntnis. Auch wenn er es gerade nicht müsste. Er will deutlich machen, jetzt ist der Punkt gekommen, ganze Sache mit Gott zu machen, sich ganz in den Dienst zu stellen. Und er sagt dann zugleich, hier bin ich. Ich gehöre dir. Und Gott antwortet darauf, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mit Leib und Seele. Sich Gott verschreiben. Das haben wir im Grunde mit unserer Taufe und mit unserer Konfirmation haben wir das noch einmal bestätigt. Dieses Ja, ich will. Damit ist ein Bund fürs Leben geschlossen. Eine Bindung auf Lebenszeit. Wir haben sogar daraus sein Siegel bekommen, seine Zusage. Und wir? Was machen wir daraus? Gott will, dass wir etwas aus unserem Leben, unserem Glauben machen. In der Bibel heißt es im Römerbrief im 12. Kapitel, und ich lese nach der Hoffnung für alle, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern,
euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Gott will, dass wir uns in den Dienst stellen, für seine Ideen, für seine Sache einstehen, dass wir uns das nicht nur mal sagen lassen, sondern anfangen, es in unserem Leben tatsächlich wirken zu lassen, umzusetzen. So wird Glaube ansteckend. Wir können noch so viel vom Glauben reden, wenn wir ihn nicht mit Leben füllen, nicht umsetzen, was wir begreifen, ist unser Glaube eigentlich tot. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. So heißt es im Wochenspruch aus dem Römerbrief im 8. Kapitel, Vers 14. Allerdings, viel zu oft erlebe ich, dass ich nicht so bin, dass ich mich nicht von Gottes Geist lenken lasse. Zu sehr verfalle ich immer wieder in zutiefst menschliche Rollenbilder, lasse mich vereinnahmen, provozieren, zu etwas hinreißen. Wie sehr beeinflussen mich die Maßstäbe dieser Welt? Das zu reflektieren, daran zu lernen, ist unsere Aufgabe als Christen. Paulus macht deutlich, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist euer wohlgefälliger Gottesdienst. Die Schlachterbibel überschreibt diese Zeilen mit folgenden Worten. Die Antwort Gottes auf Gottes Gnade, Hingabe und Tun des Willen Gottes. Dienen mit Hingabe. Das heißt auch, dass wir uns in seinen Dienst stellen lassen. Das hat auch mit Opfer zu tun, mit Einschränkungen, die wir uns freiwillig auferlegen, an denen wir aber auch wachsen und reifen. Wer zu Gott gehört, der macht sich nicht von der Welt abhängig, nicht mit der Welt gemein. Der hebt sich ab. Der orientiert sich anders. Der lebt anders. Schon rein äußerlich gesehen. Der ist anders. Auch charakterlich gesehen. Jesus Christus macht das mit seinem Leben deutlich. Christen sollen Christus immer ähnlicher werden. Also wir mit unserem Leben. Darum geht's. Christus immer ähnlicher werden mit unserem Leben, ihm dienen. Das können wir versuchen, indem wir die Jahreslosung aus dem Jahre 2021 umsetzen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ein guter Leitspruch für das neue Jahr. Barmherzig sein. Miteinander barmherziger umgehen. Gerade in der Zeit der Krise. Vielleicht ist das unsere Zeit der Anfechtungen, unsere Zeit der Herausforderungen, unsere Zeit, den Ablenkungen zu widerstehen und neue Hoffnung zu schöpfen für uns und unsere Welt. Amen.
Gott des Lebens. Du hast Jesus Christus in die Welt geschickt, um uns den Weg zu dir zu zeigen. Du hast ihm Anfechtungen und Versuchungen nicht erspart. So ist sein Leben wie unser gezeichnet gewesen. Und doch ist er zum Vorbild geworden, wie er sich in deinen Dienst gestellt hat, wie seine Taufe zum Bekenntnis fürs Leben wurde. Wir bitten dich, lass uns immer wieder daran denken, wie auch du uns in der Taufe angenommen hast als dein Kind, wie du uns deinen Geist verheißen hast, der uns leiten und führen will durchs Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die in dieser Zeit des Lockdowns mit großen Sorgen zu tun haben. Wir haben Angst, dass ein Virus unseren Körper in Beschlag nimmt, dass wir angegriffen werden durch eine unsichtbare Macht, die uns krank macht, der wir doch nichts entgegenzusetzen haben. Wir sorgen uns um die, die vom Coronavirus betroffen sind, die krank geworden sind, die an den Auswirkungen der Erkrankung leiden. Und wir bitten dich für die Ärzte und die Krankenschwestern, die Großartiges leisten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die diese Zeit zu schaffen haben. Väter und Mütter, die sich neben ihrer Arbeit auch um ihre Kinder und manchmal gleichzeitig noch um ihre Senioren kümmern müssen. Alle, die darunter leiden, dass sie gerade nicht so viele Freunde sehen können. Lass uns diese Zeit der Einschränkungen als Zeit der Barmherzigkeit entdecken. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für uns und unsere Dörfer und Städte. Erhalte uns in der Gemeinschaft des Glaubens. Schenke Einheit und Verstehen unter allen Getauften. Stärke unsere Kirchen und Gemeinden, dich in Wort und Tat zu bezeugen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und beschütze deine Gläubigen, wo sie von Versuchungen, Not und Verfolgungen weltweit bedroht sind. Verwandle und erneuere uns, dass wir einander und den anderen barmherzig begegnen. Geleite die im Glauben an Christus Verstorbenen in deine Herrlichkeit. Sei unser Halt und unsere Hilfe, unsere Zuversicht und Kraft, heute und alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehen wir in diesen Tag, in diese Woche, mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Thank you.